Wo kommen eigentlich diese gar lustigen Autos her? Das hat einen ernsten Hintergrund. Fritz Fendt baute 1948 den Fendt-Flitzer, ein einsitziges Fahrzeug für Kriegsversehrte. Dann ging er zu den Messerschmitt-Werken, die im Krieg Flugzeuge herstellte. Das durften sie nach 1945 natürlich nicht mehr, den kleinen Flitzer aber schon, der dann, wie einst die Flugzeuge, auch zwei Sitze bieten durfte. Was ist an diesem kuriosen Vehikel bis heute so faszinierend? Ich versuche das jetzt seit 47 Jahren herauszufinden, was daran so toll ist. Die besondere Form, die kleine Form. Ich liebe kleine Autos. Mhm. Oder wurden sie durch die Vorfahren infiziert? Ja. Mein Vater hat uns als Kinder daran geführt, zu Messerschmitt-Treffen mitzufahren. Ich habe da hinten drin geschlafen als Kind und deswegen ist das eine Herzensangelegenheit. Einfach dieses Gefühl, ich mache das schon seitdem ich drei bin. Von klein auf kennen wir den Messerschmitt und sind so aufgewachsen. Simplify your life. Keine Elektronik, nur Mechanik und Elektrik. Das autonome Fahren wurde übrigens auch schon vorweggenommen. Eine direkte Lenkung. Der sucht sich seinen Weg alleine, man muss ihn nur etwas lassen. Ja, also ich habe mich reingesetzt und konnte fahren. Messerschmitts sind auch heute noch ansteckend. Ich wollte zum ersten Mal weg. Ja, ehrlich? Ja. Aber kann dieser kleine Wagen auch einen Schritt in die Zukunft wagen? Der Messerschmitt-Fan Chris benutzt seinen Kabinenroller im Alltag. Denn inzwischen ist er Nichtraucher. Also das Auto. Meine Frau und ich fanden das interessant. Klein, zu nichts zu gebrauchen, war genau unser Ding. Wir wollten aber keinen Zweitakter haben. Dann sagt Uwe, das ist doch gar kein Problem. Er macht es elektrisch und dann ist das mit Handschlag besiegelt worden. Uwe macht das seit Jahrzehnten. Wir fahren selber ja auch einen elektrischen Messerschmitt und der ist dann begutachtet worden und für ganz anständig befunden worden. Und was man jetzt hier hinten sieht, ist praktisch der Umbau. Der hat einen neuen Fahrschemel. Der wird so befestigt, dass man an dem Originalauto nichts verändern muss. Das ist der Motor und dann hat der einen Zahnriemenantrieb auf die Hinterachse. Da ist ein Akku drin und wenn man sehr vorsichtig damit fährt, kann man damit so 150 Kilometer fahren oder auch weiter. Das ist mit dem kleinen Akku möglich, weil das Auto so super effizient ist. Mhm. Wir haben den gemacht für einen Kunden, der wollte eine Effizienzrallye gewinnen. Mhm. Und als wir überlegt haben, was nimmt man als Basis für das Rekordauto, haben wir dann gesagt, wir machen ein Dreirad. So, und da gab es die Option Morgan, also Morgan Dreiräder oder Messerschmitt. Dann haben wir uns für Messerschmitt entschieden, weil der so super aerodynamisch ist. Mhm. Und dann haben wir noch überlegt, was kann man besser machen an den Autos. Ja. Und wir haben nicht wirklich was gefunden. Also haben wir nur den Antrieb getauscht. Aber konnte dieser elektrifizierte Oldie tatsächlich mit den modernen Konkurrenten mithalten? Der hat tatsächlich alles gewonnen, dieser Messerschmitt. Der hat Best Electric Car Overall, Best Electric Sports Car und generell die Effizienzklassen gewonnen und hat auch noch den Public Award gewonnen. Mehr konnte man nicht gewinnen. Dann versuche ich jetzt mal, einen Last-Minute-Flug zu buchen. Das ist schon, das hat was von Fliegen, ne? Wie schnell fahren wir jetzt? Knapp über 70. Ja. Gefühlt 100. Das ist halt ein typisches Fahrgefühl. Also, wenn ich nicht rausgucken würde, würde ich sagen, wir sind in 10.000 Meter Höhe. Jetzt wollen wir aber noch den anderen sehen, die gelbe Gefahr. Das Besondere an so einem Messerschmitt ist einfach, ist eine riesen Fahrfreude und das mit ganz, ganz wenig Verbrauch. Wenn man das umrechnet in Benzin, sind das 0,4 Liter auf 100 Kilometer mit zwei Personen und Gepäck. Effizienter geht es kaum. Hier sehe ich aber was ganz Besonderes, hier ist nämlich der Akku hinten neben dem Sitz.
Genau, das ist aber, liegt aber daran, dass der Kunde, der das Fahrzeug haben wollte, ursprünglich, der wollte die doppelte Reichweite haben. Mhm. Und deswegen haben wir dem an die Stelle, wo in jedem Messerschmitt-Prospekt ein Koffer steht, haben wir ihm diesen Zusatzakku reingemacht. Und der hat jetzt halt die doppelte Reichweite. Das heißt? Wenn man vorsichtig fährt, 400, wenn man normal fährt, 300. Aber da stellt sich noch eine andere Frage. Ist denn dieser E-Umbau auch jetzt ein alltagstaugliches Fahrzeug? Ja, aus meiner Sicht ja, weil ich will das jetzt gar nicht vergleichen mit den Zweitaktern. Das ist schon anspruchsvoll, die im Alltagsbetrieb zu fahren. Haben sie aber in den 50er Jahren auch gemacht. Aber dieser hier, damit fahre ich ins Büro und freue mich darüber, dass der so gut in unsere schmale Einfahrt passt. Und was sagt das schmale Portemonnaie dazu? Es kostet ein Messerschmitt ja schon, wenn ich das so in den Internetforen mal so durchgucke, so ab 20.000 Euro. Wenn man für 20.000 ein gutes Basisfahrzeug kriegt, ein Auto, was so aussieht wie der blaue oder wie der gelbe hier, die sind deutlich teurer. So, der Umbau ist aber auch nochmal eine ganze Ecke, ne? Oder? Ja, der Umbau ist, der Bausatz fängt so bei 15.000 Euro an. Mhm. Wir sind dabei, das nach unten zu bekommen. Das hat auch was mit den Batteriekosten zu tun. Das wird immer einfacher. So in der Größenordnung liegt. Ja. Ich habe zwar keinen Pilotenschein, aber jetzt will ich doch selbst mal an den Steuer krüppeln. In keiner Pfütze schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Hier sind's nur die Batterien, ich bin am Boden mitgeflogen. Da 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 da. Da da di da da di da da da.